Ja, ich freue mich, hier als Vertretung der Studierenden zu stehen und möchte gleich beginnen, weil die Zeit etwas knapp ist. We have to draw straight lines. The good Lord will do his work to ensure that they turn crooked. Das hat Bernard Hösli, ein bedeutender Architekt, einmal im Gespräch mit Arthur Rüegg gesagt. Und dieses Zitat hat sehr viel mehr mit der heutigen Tagung oder mit dem heutigen Tagungsthema Biodiversität und Gestaltung zu tun, als man das vielleicht vermuten würde. Er hat damit eben gemeint, dass diese geraden Linien, die wir ziehen in der Gestaltung, sehr wohl ihren Wert haben, aber irgendeinmal auch mit der Zeit und der Natur wieder verwischt werden würden. Und dieses Zitat hat daher auch hervorragend zu meinem individuellen Vertiefungsprojekt Grenzen und Übergänge im urbanen Freiraum gepasst. Eine kurze Definition zu Grenzen. Grenzen sind hart, klar, künstlich und meistens eben trennen sie zwei Räume voneinander oder zwei Flächen voneinander. Im Gegensatz dazu sind Übergänge Zwischenräume zwischen zwei Flächen oder zwischen zwei Räumen und sind eben selber ein Raum. Und um auch auf die Ökologie zu kommen, in der Ökologie gibt es den Begriff Ökoton und der bedeutet eigentlich ein Übergangslebensraum zwischen zwei anderen Lebensräumen. Und Übergänge verbinden eben. Das Ziel meiner Arbeit war es, Gestaltungsprinzipien zu finden, die Ästhetik und Ökologie vereinen, was auch Herr Gadjian schon angetönt hat. In meinem praktischen Teil der Arbeit habe ich dann drei Gestaltungsprinzipien anhand von fünf Freiraumtypen skizzenhaft und zeichnerisch untersucht. Und ich möchte diese Prinzipien kurz vorstellen. Das erste ist Ränder gestalten. Hier geht es einmal um den Rand und nicht die Fläche. Vielfach wird in der Landschaftsarchitektur einfach mal die Fläche geplant und gestaltet und der Rand entsteht dann dadurch einfach so nebenbei. Und ich wollte dieses Phänomen umdrehen und eben den Rand zum Zentrum machen. Und dieser Rand kann sowohl als Grenze wie eben auch als Übergang ausgestaltet werden. Das zweite Prinzip haben wir soeben schon gehört, das ist Messy Ecosystems, Orderly Frames von John Iverson Nassauer. Und hier ist eben außen eigentlich ein ordnender Rahmen gegeben und innen kann eben dann es wuchern, wie es will. Und so sollen eben diese wuchernden wilden Flächen auch in das Stadtbild integriert werden können. Das dritte Prinzip ist eigentlich einfach ein Umkehrprinzip vom Messy Ecosystems Orderly Frames. Ich habe es Messy Frames Orderly Islands genannt. Und hier ist eben die Fläche außen herum wild und innerhalb dieser Fläche stehen dann diese Nutzungsinseln, wo man die Nutzungen, die sein müssen, eben auch integrieren kann. Ich möchte kurz zeigen anhand eines Freiraumtyps, wie das ausgesehen hat, als ich das aufskizziert habe, die verschiedenen Prinzipien. Ich habe auch jeweils Schnitte dazu gezeichnet, um eine räumliche Überprüfung zu haben und diese Prinzipien wirklich auch vergleichen zu können. Es eigneten sich natürlich nicht alle Prinzipien überall gleich gut und das war auch ein Ergebnis meiner Arbeit, welche Prinzipien sich für was vielleicht eignen würden oder Potenzial haben dazu. Ränder gestalten eignete sich insbesondere gut für den Park, eben großzügige Grünräume, wo das sowohl als auch eben diese Grenze oder Übergang Platz haben. Messy Ecosystems Orderly Frames eignete sich gerade eben für die Grauräume und die engen Räume gut und Messy Frames Orderly Islands insbesondere dort, wo eben ein klares Nutzungsprogramm auch schon vorhanden ist, wie bei einem Wohnumfeld. Das waren aber nicht die einzigen Ergebnisse meiner Arbeit. Ich habe auch immer zu jeder Kombination Gedanken aufgeschrieben, Assoziationen aufgeschrieben und eben auch bebildert oder weiter skizziert. Und ich möchte diese zeigen, um eben auch
Ja, man sieht, dass das sehr eine reichhaltige Liste ist und jedes dieser Themen eigentlich auch wieder vor dem Hintergrund der Biodiversität und Gestaltung untersucht werden könnte. Das wären dann die nächsten 20 IVPs für die Professoren hier und eben die weiteren Studenten. Also das ist sicher nicht abschließend, was ich untersucht habe. Sowieso sollten eben diese beiden Begriffe Biodiversität und Gestaltung meiner Meinung nach viel näher zusammengebracht werden. Das heißt ja auch Landschaftsarchitektur, also ist beides vorhanden in diesem Begriff unserer Berufsbezeichnung. Ich habe auch versucht, das in meiner Bachelorarbeit zu integrieren und eben dort beide Seiten zusammenzubringen. Und da sind auch wieder Themen der individuellen Vertiefungsarbeit aufgetaucht, wie die Grenzen und Übergänge. Hier sieht man den Weg, der außen um die kleine Almend in Bern, das war meine Bachelorarbeit, herumführt. Und also nicht auf dem Bild, sondern auf dem Planausschnitt. Und der hat gegen außen eine ganz klare Grenze mit einem Buntstein abgegrenzt und auf der Innenseite verläuft die Chaussierung des Weges in die Almendfläche hinein. Das hat zwei Gründe. Einerseits bekommt er durch diese klare Linie auch eine Gestaltung und eine Gestalt dieser Weg und auf der anderen Seite schützt diese klare Linie eben optisch zumindest auch die wertvollen vorhandenen ökologischen Flächen, die auf der Außenseite vorhanden sind. Ästhetik und Ökologie, das könnte man auch übersetzen in Gestaltung und Biodiversität. Das sind eigentlich so Überthemen, die sich bis zur Pflanzenverwendung durchziehen. Und ich habe mit einheimischen Pflanzen gearbeitet, aber eben auch mit Wildhecken und so weiter. Also nicht unbedingt das, was man auf den ersten Blick Gestaltung nennen würde. Ich habe aber dann versucht, eben diese Pflanzen in Szene zu setzen. Das heißt, ich habe auch mal eine Wildhecke geschnitten, um sie als Hintergrund zu verwenden für einen Feldahorn. Oder ich habe eben auch die Wildrosen direkt in die Sichtachse eines Weges gepflanzt. Ordnung und Unordnung, das sind zwei weitere Themen, die sowohl bei der IVP wie auch bei der Bachelorarbeit aufgetaucht sind. Und das mag zuerst etwas abstrakt klingen, aber eigentlich ist es immer die Frage, wie viel gestaltete Ordnung und wie viel ökologische Unordnung, wenn man das so nennen darf, hat in einem Projekt Platz. Und ich bin dabei bei meiner Arbeit vor allem auf bei den Kleingärten, die von Hecken umgeben sind, auf dieses Thema gestoßen. Und das ist sicher eines, das ich weiter in meinen Projekten verfolgen möchte. Es ging da hier bei diesem Projekt eben darum, wie viel dieser Hecken sind geschnitten und wie viel dürfen frei wachsen. Sometimes we have to let go of straight lines and let them turn crooked. Um auf das Anfangszitat zurückzukommen, ein sehr wichtiges Ergebnis meiner Arbeiten war eben auch, dass es etwas Mut braucht, auch mal etwas der Natur zu überlassen und nicht alles durchzudesignen bis zum Schluss. Und dass es sehr wichtig ist, eben auch aufgrund der Gestaltung gerade dies zu tun, etwas auch mal wachsen zu lassen, weil man sonst auch die Atmosphäre eines Raumes tot gestalten kann. Ja, das wäre. Herzlichen Dank, Katrin Grossenbach. Ich habe mich sehr stark im letzten Ausbildungssemester hier an der HSR mit Ökologie und Ästhetik auseinandergesetzt. Ich habe eine IVP und später direkt eigentlich an dieses Thema anschließend auch eine Bachelorarbeit dazu verfasst und möchte Ihnen ganz abrissartig einige meiner Ergebnisse innerhalb von diesen Arbeiten vorstellen. Zunächst zur IVP. Sie trug den Titel Ökologisch und gestalterisch wertvolle Vegetationselemente im Umfeld von Schulen. Nun, weshalb Schulen? Sie alle kennen bestimmt die Strategie Biodiversität Schweiz. Darin ist zu lesen, die Biodiversität im Siedlungsraum wird bis 2020 so gefördert, dass der Siedlungsraum zur Vernetzung von Lebensräumen beiträgt.
siedlungsspezifische Arten erhalten bleiben und der Bevölkerung das Naturerlebnis in der Wohnumgebung und im Naherholungsgebiet ermöglicht wird. Sehr interessant finde ich eigentlich die Wichtigkeit, die die Biodiversität innerhalb von der Siedlung in letzter Zeit bekommen hat und auch in Zukunft wahrscheinlich noch vermehrt bekommen wird. Schulen im Besonderen eignen sich für solche Aufwertungen, da die Grundstücke den Gemeinden gehören und es oft größere zusammenhängende Grundflächen innerhalb vom Siedlungsgebiet sind. Wir haben oft sensibilisierte und aufgeschlossene Lehrpersonen, die da arbeiten, diese Projekte unterstützen können und später auch einen Nutzen daraus ziehen. Außerdem sind ökologische Zielsetzungen und pädagogische Interesse oft miteinander verwandt, haben eine große Schnittmenge. So ist beispielsweise bewiesen, dass Primärerfahrungen innerhalb der Natur oder Erfahrungen in der Natur für die kindliche Entwicklung sehr wichtig und zentral sind. Ich habe dann einen Bewertungsschlüssel nach eingehendem Studium von theoretischen Grundlagen erstellt, mit dem ich verschiedene Schulhausanlagen in der Schweiz angeschaut habe und für mich einmal ein bisschen bewertet habe. Ich habe drei Hauptkriterien innerhalb dieses Bewertungsschlüssels. Zunächst einmal, inwiefern kann diese Schulhausanlage als Raum für Pflanzen oder Tiere von Vorteil sein? Inwiefern ist sie gestaltet? Wie schaut sie aus? Hat sie Ortbezug? Gibt es eine gewisse gestalterische Robustheit und so weiter? Und natürlich auch, wie gut ist dieser Raum bespielbar? Wie gut ist er nutzbar für die Kinder? Was ich sehr oft angetroffen habe, sind Bilder wie diese. Naturnahe Gestaltung scheint, wie wir heute schon vermehrt gehört haben, zu einer gewissen Gestaltungssprache zu führen, die wir hier gut sehen können. Es sind diese organischen Formen, das Vermeiden von geraden Linien, von klaren Formen, auch der Einsatz von hart gebauter Infrastruktur oder auch der Einsatz von Farben scheint auf solchen Flächen oft nicht wirklich erwünscht zu sein. Aber ich denke, gerade hier braucht es auch von unserer Seite her ein gewisses Umdenken. Frau Schmidt von Müller-Schmidt Landschaftsarchitektur hat im Rahmen der Gestaltung der Siedlung PIK 3 in Nalschwil gesagt, dass man dabei muss man sich bewusst sein, dass diese Art von Umgebungsgrün Teil der Siedlung ist und nicht Natur pur sein kann. Nur wenn naturnahe Flächen auch möglichst alle Bedürfnisse der Bewohnerschaft befriedigen, stoßen sie auf Akzeptanz. Und ich denke, zu diesen Bedürfnissen gehört eben auch gewisse Ansprüche an Gestaltung und auch an Ästhetik und Nutzbarkeit. Dann eine weitere sehr wichtige Person, wie wir schon gehört haben, Joan Iverson Nassauer, das erste Zitat bereits erklärt von Herrn Gardient. Und das zweite Zitat noch, people may care about improving ecological quality, but not at the expense of the proper appearance of their own landscapes. Also das heißt eigentlich, es gibt sehr viel Unterstützung für ökologische Aufwertungen, gerade auch im Siedlungsraum, nur eben muss das Ganze am Schluss irgendwie auch gut aussehen. Eben das Verkaufen von einer solchen Fläche ist oft schwierig, weil davor gesagt wird, ja, das schaut ja nicht gut aus. Und mit diesem Konzept Messy Ecosystems in Orderly Frames habe ich versucht, innerhalb von der Bachelorarbeit genau solche wilden Vegetationselemente auf einer Schulhausanlage unterzubringen. Das Konzept kommt eigentlich ursprünglich aus der Kunst von Joseph Cornell, der in Setzrahmen hinein ganz verschiedene Alltagsgegenstände in einer gewissen Unordnung auch gesetzt hat. Und genau durch dieses Rahmen werden eigentlich diese verschiedenen Elemente in diesem Setzrahmen drin zur Kunst. Oder das Ganze wirkt dann ganz anders, als wenn diese vielen Gegenstände einfach so irgendwie herumliegen würden. Ich habe also versucht, dieses Konzept auf den Freiraum zu übertragen. Ich habe Einfassungen aus Beton benutzt, also eine sehr klare Linie, eine sehr klare Abgrenzung. Und innerhalb von diesen Pflanzungsinseln quasi kann die Natur frei sich entfalten.
So entstehen eigentlich mit der Zeit solche Bauminseln, unterbepflanzt mit Sträuchern, wo auch frei entwickelnde Vegetation nachher einfach entstehen kann. So sieht das ungefähr im Schnitt aus. Auch wieder mit diesen Spielelementen, die darin aufgebaut werden, in der Komplementarfarbe Rot, eigentlich wieder ein gestalterisches Element innerhalb von dieser wildwuchernden Vegetation, die dem Betrachter verdeutlichen soll, dass diese Elemente eigentlich so geplant sind und auch so gewollt sind. Noch eine kleine Visualisierung dazu. Sie finden meine Arbeit da hinten aufgehängt. Aufgrund der sehr knappen Zeit war es jetzt nicht möglich, ganz eingehend alle Strategien quasi zu erklären, die ich da benutzt habe. Aber ich denke, wir brauchen in Zukunft auch noch mehr solche Ansätze. Das Orderly Frames Konzept von Johann Iversen Nassauer ist eines der wenigen, die ich eigentlich zu diesem Thema gefunden habe, wie das Ästhetik und Ökologie miteinander verbunden werden können. Und ich glaube, gerade in Zukunft brauchen wir auch vermehrt andere Strategien, neue Strategien, die es uns erlauben, solche Projekte erfolgreich umzusetzen. Also ich begrüße Sie alle recht herzlich auch noch zu meiner Präsentation. Ich habe mich im 6. Semester meines Studiums anlässlich meines Invade-Wellen-Vertiefungsprojekts mit der Gestaltung mit einheimischen Gehölzen auseinandergesetzt und mögliche Gestaltungsprinzipien zusammengetragen, die ich Ihnen heute vorstellen darf. Oft haben Pflanzungen mit heimischen Gehölzen einen schweren Stand, wenn es um die Akzeptanz von Nutzen geht. Das haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört. Ökologisch wertvoll und einheimisch geht bisher mit anspruchsloser Gestalt und vermeintlich naturnaher Gestaltung einher. Die erarbeiteten Lösungsansätze sollen aufzeigen, wie ästhetische Potenziale von einheimischen Gehölzen genutzt und inszeniert werden können. Denn viele einheimische Gehölze sind Lebensgrundlage für unsere Fauna. Die Produktion von Pollen, Nektar, Beeren, Samen, aber auch die Bereitstellung von Nahrung für Blatt-, Fraß- und Sauginsekten sowie die Funktion als Habitat sind Eigenschaften, die ein Gehölz ökologisch wertvoll machen können. In Bezug auf den Gartenwert sind unsere heimischen Gehölze ganz oft leider nicht die Gewinner. Viele eingeführten Ziergehölze bieten auffällige Merkmale, die wir bei uns in der Natur so nicht vorfinden. Sie blühen zu Zeiten, wenn sie unseren Heimischen schon längst verblüht sind. Sie überraschen mit einer großen farblichen Blütenvielfalt, während sich die unsrigen sich größtenteils in einem farblichen Spektrum von weiß, cremeweiß über blassrosa, gelb bewegen. Und dazu konkurrieren die Zierpflanzen oft noch mit den größeren Blüten. Dies sowie weitere Merkmale sprechen nicht unbedingt für die ästhetische Verwendung von einheimischen Gehölzen. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht, also dass sie gänzlich ohne Gartenwert sind. Bei genauerem Betrachten finden sich auch unter ihnen auffällige Blüher oder Eigenschaften wie ganz besonderer Fruchtschmuck und bunte Rindenfarben. Es sind viele Potenziale vorhanden, die aber erst auch durch eine gute Inszenierung zur Geltung kommen und die durch gezielte Gestaltung den Gartenwert beachtlich heben können. Eine Möglichkeit dazu ist zum Beispiel die Massierung oder auch Reinkulturen. Mit der Verwendung einer Art im großen Stil können mit heimischen Gehölzen Bilder erzeugt werden, die so in der Natur nicht vorkommen. Wichtiges Kriterium für die Wahl des Gehölzes ist hier zum Beispiel eine Gehölzart mit einem auffälligen Merkmal, welches etwa saisonal in Erscheinung tritt. Als Beispiel die Kornelkirsche, welche mit einem gelben Blütenschleier im frühen Frühling entzücken kann. Auch der Formschnitt, er ist eine Möglichkeit, der Gehölzen durch besondere Schnitttechniken eine figürliche Erscheinung oder verschiedene figürliche Erscheinungen verleihen kann, sei dies in Form von verschiedenen Topiaries oder auch Heckenkörpern. Der natürliche Habitus kann dadurch so stark verändert werden, dass er gänzlich unerkennbar bleibt. Auch die Formierung des einzelnen Gehölzes, also beispielsweise Spalierformen, Schirmformen, die wir ja so gerne verwenden, aber auch Hochstammformen von Arten, die wir vielleicht in der Natur nicht als Hochstämme finden, können eine Möglichkeit dazu sein. Auch Sonderformen wie Bögen, Lauben, also der Fantasie sind hier fast keine Grenzen gesetzt. Auch Kopfweiden gehören zu unseren formierten Gehölzen.
Eine sehr spannende Möglichkeit ist die Ausstellung oder die Exposition, zum Beispiel durch die Solitärverwendung als Akzentuierung oder auch die Schwerpunktsetzung auf einen beispielsweise besonders malerischen Habitus, den wir auch von der Waldföhre kennen oder von der Kastanie, aber auch durch die Inszenierung, also durch das Platzieren von einem Hintergrund, indem wir dem Gehölz eine Kulisse schaffen, damit beispielsweise Eigenschaften wie eine Rindenfarbe erst recht zur Geltung kommen können. Auch die formale Pflanzung ist eine gute Möglichkeit, heimische Gehölze in Szene zu setzen. Das Erscheinungsbild wird hier in erster Linie durch die Anordnung und die Positionierung geprägt und weniger durch die einzelne verwendete Art. Also auch bei der Raumbildung in einem Hain oder unter dem Baum geht es in erster Linie um das Raumgefühl, um die erzeugte Stimmung und nicht um besonders schmucke Eigenschaften des verwendeten Gehölzes. Mit kontrastreichen Kombinationen können wir ebenfalls sehr viel Spannung erzeugen, sei dies über Farben, Texturen, Strukturen, unterschiedliche Wuchsformen. Also ich denke hier auch an heimische Nadelgehölze zusammen mit Laubbäumen. Oh, excuse. Ein weiteres interessantes Gestaltungsprinzip ist das Schaffen von scharfen Grenzen. Wir haben es heute schon ein paar Mal gehört. Und ich möchte damit auch Eingrenzungen wie auch Ausgrenzungen ansprechen, wie auch nach der Theorie von Joan Iverson-Nassauer, Messy Ecosystems, Orderly Frames, denn scharfe Grenzen stammen seit jeher aus Menschenhand und weisen eine sehr klare Gestaltungssprache auf. Und hier im Beispiel sehen wir einen gestalteten, geschnittenen Waldrand beim Schloss Mayenberg in Rapperswil-Jona. Ich möchte Ihnen zu diesen verschiedenen Gestaltungsprinzipien gerne noch ein paar Inspirationsbilder zeigen. Wir haben hier eine Herbstsituation, es befindet sich im Bremgartenfriedhof in Bern mit Bergahorn und Blutbuche. Leuchtende, kontrastierende Rindenfarben, hier natürlich ein bisschen in Extrem. Eiben in Formschnitt von Erik Dohnt. Kunstvoll geschnittene Buchenhecken von Jacques Wirtz. Die uralte, organisch geschnittene Eibenhecke in der Grafschaft Somerset in England. Eine Blütenwolke aus Schwarzdorn. Etwas spezieller, eine geschnittene Lärchenhecke. Habe ich so noch nicht gesehen, würde ich sehr gerne mal live sehen. Ebenfalls nicht ganz alltäglich, eine Formschnitthecke aus Schwarzdorn in voller Blüte. Die leuchtenden Rindenfarben unterschiedlicher Weiden im Winter. Eine Goldregenlaube, hier der Laburnum Arch im Botanic Garden. Ja, man könnte sich fragen, wäre denn so ein Bild nicht auch möglich mit unserer heimischen Art, dem Laburnum Alpinum? Ausgefallene Topiaries gibt es auf jeden Fall bereits hier in der Baumschule Bruns. Auch in Schweizer Baumschulen steht bereits ein großes Angebot an heimischen Formgehölzen bereit. Hier beispielsweise in den anderen Baumschulen. Auch hier sind den Formen fast keine Grenzen gesetzt. Und man sieht gerade bei den formierten Gehölzen ist ein großes Angebot hier. Ich denke, auch gerade, weil eine gewisse Nachfrage ja doch besteht. Hier zum Beispiel auch in der Baumschule Kunst in Uster, also nicht nur in Deutschland, aber auch. Darunter finden sich auch einige speziellere Formen, wie zum Beispiel der rote Hartriegel als Hochstamm. Etwas bekanntere. Oder gar auch Pfaffenhütchen als Hochstammformen hier in der Baumschule Eppen in Holland. Viele von den Bildern, von den gezeigten Formgehölzen haben bereits Einzug gehalten in unsere Gestaltungen und sind vielleicht nicht mehr ganz so speziell. Und Sie sehen, die Gestaltungsmöglichkeiten und Varianten sind endlos. Ich könnte jetzt noch ganz viele Bilder zeigen. Es gibt aber auch vieles, was noch ausprobiert werden müsste oder könnte. Also Frage zum Beispiel, könnte sich auch Sanddorn für geschnittene Hecken eignen? Oder welche Arten könnte man noch formieren? Könnte man als Hochstämme kultivieren?
Gibt es eigentlich eine Mindestbreite für geschnittene Hecken, damit sie sich auch wirklich als Habitat für Vögel eignet? Wie steht es um die ökologischen Eigenschaften von eingeführten, nicht invasiven Ziergehölzen? Könnte gerade eine sinnvolle Kombination nicht die Biodiversität gar steigern? Und wie ist es genau mit den Kultivaren und Mutationen, beispielsweise unseren rotlaubigen Varianten der heimischen Gehölze, also Blutbuche, wir haben es schon mal gehört, gerade in Bezug auf Blattfraßinsekten, tragen auch nicht sie ihren Teil zur Ökologie bei? Ich denke, es gibt hier noch sehr viele offene Fragen, denen man nachgehen könnte. Aber werden die Potenziale von einheimischen Gehölzen erkannt und in Szene gesetzt, sind sie eine große ästhetische Bereicherung für unsere Gartengestaltung. Delicia Poli.